Guten Tag. Ich bin ein Subaru Outback. Ich freue mich, Sie durch dieses Video führen zu dürfen. Hey, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Schließlich bin ich es, der für den Komfort während der ganzen Reise sorgt. Nun gib mal nicht so eine Wolke an. Du würdest ohne mich völlig aufgeschmissen sein. Okay, okay. Jetzt lass uns beginnen. Von Tana nach Berlevåg sind es nur 136 Kilometer. Wir haben noch die schlechten Straßen nach Mehamn in Erinnerung. Wer weiß, wie viel Zeit wir hier benötigen. In 4 Kilometern in den Kreisverkehr einfahren. Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und auf die 890 fahren. Das fängt ja gut an. Kaum losgefahren und schon eine Baustelle. Der 890 folgen. Die Straße ist erstaunlich gut. Es gibt nur einige kaputte Stellen. Links abbiegen auf die 890. Das Wetter ist nicht besonders gut. Trotzdem sind wir fasziniert von der kargen Landschaft. In nur 300 Metern Höhe liegt noch viel Schnee. Das Thermometer zeigt 10 Grad an. Jetzt kommen wir an die Küste. Es sind die Ausläufer der Barentssee. Sieht ziemlich eng aus. Hoffentlich kommt keiner entgegen. In die Straße Östegate, dann in die nächste Straße links abbiegen.
Der Campingplatz ist nicht sehr groß. Er hat 20 Stellplätze. In dem blauen Gebäude befinden sich die Sanitärräume. Nur wenige Schritte entfernt liegt der Hafen. Es ist jetzt 3 Uhr nachmittags. Für die 136 Kilometer von Tana bis hierher haben wir nur knapp 3 Stunden gebraucht. An der Rezeption ist niemand zu finden. Das ist in Norwegen häufig der Fall. Wir werden uns später darum kümmern. Wir stellen den Wohnwagen auf und machen einen Spaziergang in den Ort. Berleborg hat knapp 900 Einwohner. Die meisten leben vom Fischfang. Auf einer Anhöhe liegt die 1960 erbaute Kirche mit ihren 300 Sitzplätzen. Die Kirche ist verschlossen. Einen Blick hinein bietet uns nur das Internet. Von hier oben haben wir einen schönen Überblick. Morgen ist Pfingsten. Da ist in dem kleinen Supermarkt ordentlich Betrieb. Übrigens, da stehen einige Autos mit laufendem Motor und niemand ist drin. Dieses Kunstwerk ist nachts beleuchtet. Die Tetraeder dort im Hintergrund sind die Gießformen für die Betonpoller, die den Hafen schützen. Highlight ist hier das täglich um 10 Uhr abends ankommende Schiff der Hurtigruten. Ich muss mich beeilen, es kommt 10 Minuten zu früh an. Die Schiffe kündigen sich mit sehr lauten Tuten an. Diesmal hat man es wohl vergessen. Es sieht so aus, als ob das kleine Boot gleich in den Fluten versinken wird. Aber es kommt unbeschadet an. Ganz schön schaukelige Angelegenheit.
Einige Kilometer entfernt liegt der Leuchtturm von Kirmes. Wir machen uns auf. Hier pfeift ein kräftiger Wind. Die See ist entsprechend aufgewühlt. Das war mal eine Brücke. Die hat den Winter wohl nicht überstanden. Da muss ja eigentlich auch keiner mehr hin. Der Leuchtturm wurde 1994 automatisiert. Erbaut wurde er 1916. Inzwischen hat es angefangen zu regnen. In Kongsfjord halten wir an, um uns diesen Einkaufsladen näher anzusehen. Leider hat er nicht geöffnet. Es ist Sonntag. Nochmal einen Blick auf das tosende Meer, dann kommen wir am Hurtigrutenkai in Berlevåg an. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Eigentlich ist es hier recht trostlos. Lediglich das weiß umzäunte Gelände fällt ins Auge. Es ist das Grab zweier russischer Händler, die hier in Berlevåg um 1900 gestorben sind. Es ranken sich einige Geschichten um deren Tod, aber genaueres ist nicht bekannt. Eigentlich ist es hier ziemlich trostlos. Die Kirche ist verschlossen, das vielgepriesene Museum hat noch nicht geöffnet, die Temperatur bewegt sich immer so um 8 Grad, es ist trübe und regnerisch. Naja, warten wir also wieder auf das Highlight.
die Ankunft des Hurtigrutenschiffes. Diesmal ist es pünktlich. Wir sind enttäuscht. Kein lautes Tuten. Mit einem gekonnten Powerslide verlässt das Schiff den Hafen. Und immer noch kein Tuten. Aber was ist das? Da kommt ja noch ein Schiff. Und endlich lautes Tuten.